Herzlich willkommen zur nächsten Folge aus Mods 6 mit dem Philipp. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss mal ganz kurz die Working Area wegschauen hier. Oh, unser kleines Schaf ist tatsächlich hier unten runter durchgelaufen. Und wurde tot? dann gerade. Ja. Ich sage mal. Ja, guck mal bitte, wie viel Zeug wir jetzt drin haben. Vermutlich nicht mehr als vorher. Was hat man vorher gehabt? 409. Und jetzt haben wir 549. Von einem Baby. Wir sollten den Feeder bauen, den Baby separat, und sollten den Baby sofort schlachten. Oder wir lassen es einfach so, wie es jetzt ist, und vielleicht noch dreimal haben wir auch genug gefühlt. Ja, aber trotzdem brauchen wir, glaube ich, erst noch mal ein paar mehr Schafe hier. Ich würde ja gerne welche mitbringen von meiner Position, aber bis die bei uns mal angekommen sind, ist, glaube ich, Ostern. Das glaube ich auch. Und hier bei uns haben wir tatsächlich nichts mehr in der Nähe. Ich könnte die ganze Scheibe fertig mitbringen. Naja, im besten Fall sollten wir halt jetzt erstmal unseren Grundstock an Eltern hochzüchten und dann die Kinder sich schlachten lassen. Aber hier, ja, wo genau. Ich bin, sind glaube ich 30 Schafe so. Aber die sind halt am Arsch der ganzen Heide. Aber theoretisch gesehen könnten wir es halt mit Schweinen auch machen. Aber da müsste man halt mal zu einem Village und Karotten holen. Haben wir keine Karotten hier? Ich habe keine gefunden, aber die Karotten brauchen wir eh, wenn wir den Feeder bauen wollen. Weil wir goldene Karotten brauchen für den Feeder. Okay, dann mache ich mir mal schnell auf den Weg zum Village. Falsche Seite. Falsche D15 Richtung, die wo ein Village steht, ne? Oh, Bäume. Schafe. Stopp. Nein. Theoretisch gesehen, wenn Hühner in der Nähe sind, könnten wir auch Hühner nehmen. Ist auch einfach, mit Weizen haben wir ja schon die Samen. Hallöchen. Ich brauche... Kartoffeln hatten wir ja mehr als genug eigentlich. Kartoffeln. Nein, ich will einfach nur Karotten. Dankeschön. Tut mir leid, kriegt auch immer wieder. Vielleicht. Weil wir hatten ja recht viele Schweine bei uns hier oben. Weiz will auch nicht lang, habe ich das Gefühl. Der kommt nicht hinterher, weil der zu schnell das Zeug macht. Na dann. Weizen. Oh, ja, okay. Habe ich verstanden. Weizen. Ups. Hast gemerkt, dass ich das Feld nochmal voll ausgestattet habe und das jetzt ein bisschen geerntet hat? Mhm. Und wie viel System hast du voll gekriegt mit meinem Weizen? Gar nicht, ich habe mir nur mein Stack hier aufgefüllt. Ja, und wie viel ist ein System? Ja, 1000. Und doch so wenig? Ja. Enttäuschend. Zwei Minuten noch, dann kannst du sie nochmal füttern. Wir haben jetzt Purple Dye. Und ich habe wieder Strom. Juhu!
Und ich habe jetzt gleich Plastik. Schön. Was viel schlimmer ist, ich habe 2900 Samen oder sowas in meinem System jetzt drin. Ja, dann hol doch mal Schweine. Mache ich auch gleich. So, das heißt erstmal den Animal Feeder. Achso, das sind goldene Karotten. Aha. Achso, ich brauche erstmal die Karotten. Sind da schon 45 drin? Sehr schön. Erstmal auffressen, ne? Joa. So. Wieder. Energiekabel. Na komm. Aber mit dem Jetpack ist das teilweise echt schwierig, ne? Show Working Area. Ach so, ja, das war wieder die Geschichte. Aber ich habe ja hier so ein On-Range Tier 4 hergestellt gehabt. Das ist in Ordnung. Und dann brauchen wir noch so ein. Alter, ich muss das Schiff ausziehen. Dann brauchen wir noch so ein. So ein Alien-Separierer? Ah ne, hier, nicht so ein Alien-Separierer. Ach so, jetzt sind die Kinder schon Aliens, okay. Baby-Separierer. Müssen wir mal gucken, wie der dann funktioniert. So, Schweine fressen Weizen, also nee, Seeds, ne? Schweine fressen Karotten. Haben wir den Karotten? Paar, so 400. Nur? Das ist ja nur. Bringst Weizen mit? Bringst Weizen mit? Das ganze Weizen ist drüben schon im System drin. Ja, dann hol mal aus dem System das Zeug mal raus und schmeiß das mal hier rein. In den Alien-Separierer. Toll, ich komme bei dir nirgendwo durch. Du hast immer irgendwelche tollen Leitungen am Weg gebaut. Hallo.
Sehr schön. Fünfhundertneunundsechzig Pinkschleim. Also anscheinend ist da doch noch immer mal was drin gespawnt in der Zwischenzeit. Wäre auch möglich gewesen, ja. Kommt ein Driver war noch. Nein, ein Tiny Driver war es das ja. Da kommt er. So ein Ding. Oh, ein Redstone-Block fehlt. Das ist ja tragisch. Oh, eine goldene Karotte fehlt. Oh. Weißt du, was da traurig ist? Wieso zum Geier haben wir die ganze Zeit goldene Äpfel? Ich glaube durch Drops von irgendwas. Oder irgendwann hast du mal welche gebaut aus Langeweile. Ach so, der dreht sich dann wieder komischerweise andersrum. Schwein, ich wollte eben rausgehen. Aber ich werde hier durch die Gegend geschubst, das ist unglaublich. Mann. Moving Babies, Moving Adults. Ja, aber wohin soll, wo aber. Ach so! Okay, das ist natürlich doof. Der Move die von einer Seite der Maschine auf die andere Seite der Maschine. Okay, also. Darf das Teil irgendwo hier vorne in die Wand oder nicht? Genau. Nimm mal die Viecher hier weg. Soll ich denn die wegnehmen? Meine Fresse. Okay. Wollen wir schlachten? Die Kinder oder nicht? Nachdem wir einen gewissen Personalstock hier angesammelt haben. Moving Babies. Ja gut, das heißt, wir brauchen eh noch dann wieder so ein Range Upgrade. Mufte sie trotzdem. Wenn die da vorlaufen. Wenn da theoretisch gesehen eins vorlaufen würde, würde er den moven, vermutlich, ja. Aber die haben keinen Bock davor zu laufen, die drücken sich davor. Okay, dann muss ich noch mal hier so ein Range gerade bauen. Redstone und Iron Nuggets war das genau. Was baust du jetzt überhaupt noch aus? Ich baue was, was wir brauchen, wenn wir hier drin Schafe halten wollen. Ja, wir halten da drin ja keine Schafe. Wir bauen jetzt ein Gebäude schnell. Nuggets. Alter, echt jetzt? Was? Ich töte Felix. Was habe ich gemacht? Wieso haben wir 15 alte Modium-Nuggets im System? Wir haben nicht 15 Old Imodium Nuggets, sondern Blaze Gold Nuggets, Ich aber gut. muss sagen, es aber ganz schön nachgucken. Nö, ich weiß ja, dass wir keine Old Imodium Nuggets haben können, von daher.
Ich musste zwar nachgucken, was wir dann da stattdessen haben, aber ja. Oh ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Weg damit. Oh, was sparen wir jetzt überhaupt gerade? Was braucht man nochmal den Pinkstein? Für dein Bohrer-Ding da oder so in die Richtung. Ich stimme nur für den scheiß Bohrer. Oh nein. Wenn ich's recht, mich recht entsinne oder so ähnlich. Ja, genau. Wir machen die ganze Scheiße nur für scheiß Bohrer. Wollen wir dann das neue Gebäude hinbauen? So viele Optionen hast du ja nicht, aber vielleicht solltest du erst mit deinem eigenes Gebäude reparieren, ne? Mach ich doch gerade. Ach so. Ist schon repariert. Ist zwar noch ein Boden, aber egal. Hast noch ein paar Optionen so, ne? Also entweder hierhin halt, aber da ist halt dann einer Ausgang. Ich weiß halt nicht, wie groß es soll, ob es halt von hier bis zu deiner einen Tür reicht halt, aber theoretisch könnte das. Theoretisch heißt es auch hier vorne. Nee, Ach, daneben kommt nichts. Das ist nur mir zu nah an der Klippe. Da müsste man zu viel auffüllen, glaube ich. pass auf, dann ich bastel erstmal hier den Weg weiter. Aber ich will es auch nicht so nah an dem Gebäude hier haben, weil das nervt dann doch schon, wenn die ganze Zeit die Schafe da rumwirken. Du hast so eine Option. Wenn du Escape drückst. Nee, wenn du E drückst, Muffeln. wenn du dann Inventar aufmachst, ist das drinne. Da war das drinne. Muffeln oder was? Da kannst du den die ganzen Schaf-Sounds ausmachen. Also Muffeln. Nicht zu verwechseln mit Müffeln. Das ist schließlich du, ne? Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Die Folgen müssen ja auch auffüllen. Musst du das? Ja, doch. Können wir Erde herstellen? Erde, ja. Mit der Dirt-Essenz in meinem System. Dann mach mal. Kann ich nicht. Oh, warte mal, wir haben noch 3000 Dirt im System hier rumliegen. Ich habe einen Minenschacht gefunden. Ich habe mich gerade einfach gerade runtergeworfen mit einem Minenschacht jetzt drin. Okay. Auf der Suche nach Oldemodium. Mal wieder. Okay. Ich habe was gefunden, was du auch besitzt. Was denn? Backpack. Das ist gut, dann haben wir wenigstens zwei. Oh, ich würde gerne so eine Axt haben, die, wo da unten einen Baumstamm wegmachst und dann. Das ist dann doch immer schon leicht nervig, weil ich jetzt hier halt schon in diesen
Wald hier reinkomme. Und ich frage mich, warum gerade mein Ventilator im Bad angesprungen ist. Das ist eine wunderbare Frage, kann ich Ihnen nicht beantworten. Warum ist der da angesprungen? Keine Ahnung. Dachte, du fragst dich das gerade. Ich Ja, aber ich dachte, du habe keine findest dann Antwort wenigstens eine bekommen. Antwort. Geh schlafen. Ich kann nicht schlafen gehen. Warum nicht? Weil ich am anderen Ende der Karte so grob geschätzt bin. Ja und? Geh schlafen. Doch selber. Keine Zeit. Dann bleibt zur Nacht. Wie haben wir denn jetzt hier drin? Erstmal hier ein XP einsammeln. Okay, da, umso mehr Viecher wir denn hier irgendwann drin haben, desto Deutlich schneller geht's dann irgendwann, ja. richtig. Und das ist hier schon laut und voll. Warum hast du mir Nickel angebaut? Die Samen vermehre. Warum? Brauchst du so viel Nickel da? Nö, aber die können eigentlich runter vom Feld, aber ist doch witzig, wenn wir gleich viel zu viel haben. Wir haben Nickel. Davon haben wir jetzt safe ein Feld voll mit 80, aber das ist auch kein Wunder. Wenn ich losfliege, wo wir schon 60 oder so haben. Okay, wenn das ist natürlich interessant. Wenn du losfliegst und wir 60 haben und wir jetzt 42 haben, dann verringern Ja, die sich ja, oder? aber im System, aber nicht in auf dem Feld sind ja auch nochmal 60 oder so gebaut. Achso, das ist sowas. Ah, hallo Piper. Ja, toll. Das habe ich gerade aufgefüllt. So, Arsch, ey. Jetzt müssen wir ja eigentlich in dem Style weitermachen, ne? So ein schönes Farmhaus aus Holz. Und jetzt kommt hier so ein Schweinestall, den müssen wir ja eigentlich aus Dirt bauen dann. Aus Oldimodium, aber gut, aus dort können wir natürlich auch machen. Ja, du bist ja so langsam, du bringst ja kein Automodi mehr ran. Kann ich ja nichts dafür, dass du schon alles weggefunden hast. Ich muss noch meine geheime Truhe aufmachen. Aber Den, ich weiß, was das Problem ist. dass die Die voll habe ganz ich in der leer ist. Mine, ja das auch, aber die habe ich in der Mine vergraben und finde sie nicht mehr wieder. So, Doppeltruhe voll mit Olimodium. Achso, Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir mal suchen gehen. Aber zeigt dann auch diese Potion das an, wenn das Zeug schon abgebaut in der Kiste liegt? Nö. Ja, das ist natürlich sehr schlecht. Ich sag's dir, ich finde eher 15 Dia-Rüstung hier voll, als dass ich ein Oldemodium finde. Ja. Und das ohne Fortune. Definitiv, da würde ich sogar in die Wette würde ich sogar mit einsteigen. Das ist traurig. Wäre jetzt irgendwie witzig, wenn ich jetzt auf einmal einen Block weggebombt hätte und da ist dahinter gelagen hätte. So, ne Pupp gefunden. Nee, das glaubst du auch selber nicht. Tue ich auch nicht, aber man kann ja doch hoffen, oder nicht? Kann man, aber Alter, geht nicht. wie viele Dias will ich denn noch finden? Ich habe jetzt schon 7 Stück. Okay. Könntet ihr mich mal hier durchlassen? Ja, die haben auch schon gut gefressen hier. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Schafe.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7 Schweinchen. Ich denke mal, wenn die alle groß geworden sind, dann können wir langsam anfangen. Gut, aber dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.